Wir machen das einfach. Sind wir ja, wir haben es geschafft. Gelandet, Gepäck haben wir, fix und fertig. Und wir sind im nächsten Land. Im nächsten Land? Im neuen Land. Hier sind wir. Tada! Ich glaube, es ist Zeit für eine Auflösung, dieses ganze Geheimspiel. Ne, wie sagt man? Die Geheimnistuerei. Muss jetzt ein Ende haben. Ich kann nicht mehr, Freunde. Ich glaube, manche von euch hatten da schon eine Ahnung. Ja, vielleicht. Vielleicht. Vor allem, wenn man jetzt hier diese Züge sieht. Denn wir sind in Deutschland! Meine Seite weiß Bescheid. Aber Markus Seite nicht. Weiß nicht. Da weiß keiner, dass keine wir Ahnung. Ich habe den meinen Geburtstag zum Anlass genommen, halt früher zu kommen. Er hat heute Geburtstag. Ich habe halt Geburtstag. 28. Auf jeden Fall war das natürlich eine hervorragende Möglichkeit, alle meine Familie. Das ist so passend. Nee, meine ganze Familie habe ich jetzt heute zusammengetrommelt. Die haben natürlich keine Ahnung, dass ich. Ja. Die haben natürlich keine Ahnung, dass ich hier bin. Und ja, ich habe gesagt, wir treffen uns um 3 zum Skypen. Mhm. Ich wünsche mir meinen Lieblingskuchen, Käsekuchen, damit ich das per Skype-Übertragung live auf meinem Computerbildschirm habe. Dabei habe ich mir das gewünscht, weil ich weiß, weil wir wussten, dass wir da sein werden. Wir verstecken uns hinterm Haus, machen Skype auf. Sitzen dann vor einer grauen Wand, wird keiner merken, dass es nicht Malaysia, Thailand oder sonst wo ist. Ja. Werden dann kurz sagen, wir fahren nochmal schnell den Rechner runter, es hackt ein wenig und dann schnappen wir unser Zeug, schmeißen in den Garten, kommen über die Terrasse ins Wohnzimmer gestürmt. Und tada, hier sind wir. Ja. Mach doch noch lauter! Gibt's sich auch ohne Ton? Ist doch super schlau von uns, ist direkt am Bahnhof. So, jetzt haben wir wieder so viel gelabert. Lassen wir die Überraschung mal beginnen. Wie fühlst du dich? Das ist so eine Mischung aus purer Freude, aber noch so ein bisschen Anspannung, ob es auch tatsächlich alles klappt, wie wir uns das so vorgestellt haben. Das laufen jetzt extra am weiten Weg außen rum, wo kein Fenster rausgeht in die Richtung. Von dem her sollte eigentlich safe sein, aber trotzdem ist noch so ein bisschen Anspannung da. Die sind wohl noch alle draußen rauchen. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht gesehen werden.
Freunde. Ist wild. Hallo. Hallo. Wir sehen euch gar nicht. Ah. Oh. Juhu. Es gibt Käsekuchen. Oh. Ihr seid so doof, ich will auch ein Stück. Schnell. Hallo? Es geht los. Wir haben so getan, als wenn die Verbindung abgebrochen ist. Ja. Das war schon ewig cool. Ja. Das möchte ich auch von dir stellen. Die Herzflug, ja. Da leck mich am Arsch. Die Technik heutzutage. Wir zwei von mir. Es ist jetzt doch gut. Oh Gott, ich zitter am ganzen Körper. Sind die Herflug, ja? Ja. Ja, wer ist das? Den kennst du doch gar nicht, was? Ne, du. Was raus? Wir sind ja nicht willkommen. Überraschung erfolgreich geglückt, würde ich sagen. Probier mal. Schmeckt bestimmt geil. Ja. Der erste Stück Kuchen nach 10 Monaten. Bei Mama. So, die Überraschung war natürlich ein absoluter Volltreffer. Wir grillen jetzt. Guckt euch das an, mega geil. Nochmal alles, was man aus der Ferne alles bestellen kann. He? Den Gold, den hat, glaube ich, gebt ihr einen großen Teller. Ja, ich bin so eins. Kartoffelsalat, Nudelsalat, Salat, Fleischwurst. Mega. Ja, die Family ist da. Was will man mehr? Perfekter Geburtstag, würde ich sagen. Ah, hier. Kleine Vietnamesin. Mäusi, sag mal hallo. Du schaust schon einen angeschmutzt. Mega süß, oder? Ich quatsch gar nicht so lange rum. Ich habe mega Hunger, mega Lust drauf. Wir sehen uns später wieder. Bis dann. Tada, hier sind wir wieder. Zurück in Deutschland, zurück in der Heimat. Zurück bei Familie und Freunde. Und es war richtig, richtig geil gestern. Wir hatten so einen perfekten Tag, es hätte nicht besser laufen können. Ja, perfektes Wetter und alle waren da. Besser geht's nicht. Und wir haben gemampft, gegrillt. Richtig, reingehauen. Kuchen. Oh. Auf jeden Fall sind wir bis 13. September in Deutschland. Ja. Sind jetzt noch hier bei mir in Stuttgart, dann Berlin und dann Hamburg. Und Rostock, Hochzeit. Alles schon geplant und wird ziemlich cool. Genau. Und dann geht's nach Südafrika, Thailand, Mauritius. Aber bis dahin genießen wir die Zeit mit unseren Liebsten. Ja. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ja. Bis dann. Bis dann.